Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den Spieltagstipps aus der Freunde-Redaktion. Vor uns liegt der 26. Spieltag und die Fußballnation fragt sich, ziehen die Bayern jetzt an Dortmund vorbei und machen kurz einen Prozess oder haben die Bayern möglicherweise eine schwere Champions-League-Delle erlitten? Was sagt Tim Jürgens an meiner Seite heute? Ich heiße Kirschneck. Hallo Herr Kirschneck. Hallo. Sag ich jetzt mal. Ja. Das fällt mir tatsächlich an dieser Stelle auch schwer zu sagen, weil selbst Niko Kovac war ja vor dem Spiel am vergangenen Mittwoch noch der Überzeugung, dass er da eine Wundertruppe auf dem Platz hat, die jetzt quasi spielerisch durch das Achtelfinale in der Champions League marschieren wird. Und hinterher hat er sich gewundert. Vorher war alles gut und er der neue Supertrainer. Hinterher sagt man sich, wer wird wohl nächstes Jahr ihn beerben? Das sind die großen Fragen. Deswegen, davon hängt vieles ab. Ich habe übrigens nicht das Trikot von Borussia Dortmund angezogen, weil ich mich auf eine Seite schlagen will. Das würde ich, wenn, dann im Geheimen machen, sondern es war das einzige gewaschene Trikot, das mir gepasst hat. Schön. Das mal als kleiner persönlicher Beitrag an dieser Stelle. Aber wir müssen vielleicht anfangen mit dem Freitagabend. So, machen wir. Zu Bayern und Dortmund kommen wir dann später. Freitagabend mit dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Zwei Teams auf Augenhöhe, sage ich. Gladbach schwächelt ein bisschen, Freiburg stark in der letzten Woche, fand ich. Insofern gehe ich mal von einem 1-1 aus, obwohl ich den Gladbachern wünsche, dass sie auf jeden Fall da in den Champions League-Rängen bleiben. Muss aber sagen, Freiburg, Christian Streich, wie immer, Chapeau, gerade in der zweiten Saisonhälfte, ich sage 1-1. Chapeau, Chapeau, Chapeau. Borussia Mönchengladbach zweimal mit einem 0-3 zu Hause zuletzt. Ja, so, ja, ja, ja. Geht das so weiter, Fragezeichen? Ich glaube eher nicht, aber ich glaube, die Zeiten, wo sie alles in Grund und Boden gespielt haben, sind auch vorbei. Ich glaube, dass sie sich ein 1-0 gegen den SC Freiburg ergurken, so wie sie sich am letzten Spieltag ein 1-0 in Mainz ebenfalls ergurkt haben. So. Es wird viel ergurkt. Wir reden über das nächste Spiel und das heißt VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim. Oha. Die TSG 1899 Hoffenheim, wie böse Zungen behaupten. Ja, habe ich gehört. Sind die da? Ach, das ist schon so ein Traditionsverein. Ja, das ist ein Traditionsverein. Traditionsverein. Mhm. Nee, ich glaube, TSG reicht für unsere Zwecke. Tatsächlich haben sie auch zuletzt eher gespielt wie TSG als wie 1899, wenn man das mal im übertragenen Sinn. Nee, also irgendwie trudelt es ja jetzt unterm Kollegen Nagelsmann so ein bisschen aus, oder? Man hat es ja schon fast erwartet, dass das nicht so stark wird, wenn der Mann vor der Saison schon bekannt gibt, dass er zu einem anderen Verein nach der Saison wechseln wird. Sind aber meines Erachtens auch immer für ein gutes Spiel zu haben. VfB Stuttgart mit Markus Weinz ein bisschen in die Spur gekommen. Deswegen spannend. Drücken wir den Traditionsverein mal die Daumen und sagen 2-0 für den VfB Stuttgart. Okay. Ich denke, es gibt ein munteres Stelldichein. Zumindest besteht ja nicht mehr die Gefahr, oder nicht mehr so richtig die Gefahr, dass Julian Nagelsmann sich selbst den Champions-League-Platz wegnimmt. Also quasi Leipzig in Gestalt seiner selbst. Ich glaube, dass Stuttgart und Hoffenheim sich zu einem 3-3 gegenseitig hochputschen. Wir machen erstmal weiter mit der Partie. FC Augsburg gegen Hannover 96. Das ist ein 6-Punkte-Spiel, sage ich mal. Ne? Aber nur für Hannover. Sowohl als auch, würde ich sagen. Also wenn der FC Augsburg das Spiel gewinnt, dann kann man sagen, er hat sich vielleicht auch erstmal ein bisschen auf Distanz gebracht. Ich meine, das ist ja ein Verein, der auch durchaus in der Relegation bestehen kann, glaube ich. Ich glaube daran, ich glaube auch, dass Thomas Doll in dieser Saison möglicherweise das Saisonende als Trainer von Hannover 96 nicht mehr erlebt. Deswegen sage ich 2-0 und ich freue mich jetzt schon wieder auf die Gardinenpredigt, die wir vor der Kamera halten wird von Thomas Doll. Ja, ich glaube, dass dies der Spieltag sein wird, nachdem man sagen kann, es geht nur noch um den Relegationsplatz. Also quasi Hannover und Nürnberg, ohne deren Spiel jetzt schon vorwegnehmen zu wollen, werden dann doch nach unten verabschiedet. Hannover machte zuletzt einen dermaßen desolaten Eindruck, dass ich glaube, dass sie sich in Augsburg sogar 3 fangen werden. Oh. 3-0. Und damit kommen wir zu zwei der Überraschungsmannschaften der Saison. Absolut, wie du immer so gerne sagst. Der VfL Wolfsburg gegen Fortuna Düsseldorf. Oha, ja. Ja, ja gut, also man muss natürlich sagen, bei Wolfsburg, Überraschungsmannschaft hin oder her, kriselt es. Bruno Labbadia hat seinen Abschied bekannt gegeben, wobei jetzt die Frage ist, löst das eine Krise aus, aber zumindest sowas wie eine Führungskrise, ist schon merkwürdig, oder? Ja, ist er schon die Lame Duck? Das ist immer die große Frage. Ist ja ganz interessant. Bruno Labbadia gibt jetzt einfach mal seinen Abschied zum Saisonende bekannt. Vorher hat Fortuna Düsseldorf das
dass den Abschied von Friedhelm Funkel bekannt gegeben und ihn wieder zurückgenommen. Und so wie es ja momentan aussieht, bleibt Friedhelm auch in der Zukunft der Fortuna erhalten und baut seinen Rekord als, als Trainer, Spieler der Bundesliga mit den meisten Spielen aus. Ich glaube deswegen und drücke die Daumen, weil er ist ein sympathischer Typ, finde ich. Findest du auch? Der drückt die Daumen. Ich drücke die Daumen dem Friedhelm und sage 0-1 für Fortuna und dann sind sie wirklich unten raus. Dann ist das Thema, glaube ich, mit dem Abstieg besiegelt. Ja, ich glaube, der Friedhelm hat meinen Daumen drücken gar nicht nötig, weil das ist so ein cooler Hund. Ich meine, das hätte ich ihm vor ein paar Jahren nie zugetraut, muss ich auch sagen. Aber diese, das ist sehr schlecht über ihn geredet. Ja, aber diese Ansicht, immer wieder sehr schlecht. Viele haben schlecht über ihn geredet. Aber diese Ansicht ist jetzt auch nicht mehr besonders originell. Ich glaube, dass der coole Friedhelm und die Düsseldorfer, und da bin ich ganz bei dir, in Wolfsburg gewinnen werden, allerdings mit 2-1. So, das Samstagabendspiel Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Ja, was soll ich dazu sagen? Da kommen wir wieder zum Thema vom Anfang. Bleibt die Meisterschaft spannend? Da muss der BVB erstmal auswärts bestehen bei der Hertha. Was sagst du? Jetzt willst du deine Meinung. Da will ich eine Meinung. Rein, ne? Da will ich, brauche eine knalle Meinungsstark, wie ich dich kenne, Kirsche. Ja, also ich glaube, dass Dortmund tatsächlich starken Sand im Getriebe hat, was so ein bisschen damit zu tun hat, dass sie, die haben in der Vorrunde so von dieser Leichtigkeit gelebt. Ne? Dass sie dachten, du kennst das ja aus deinem eigenen Leben. Ja, du denkst, es kann dir nichts passieren, alles gelingt wie von selbst und dann auf einmal öd. Ja, ja. Und dann, dann kommt dazu, dann hat man auch so einen Typen auf der Bank, der quasi immer, wenn es erfolgreich ist, dann ist er immer unheimlich sympathisch und lustig und so der kleine, niedliche Schweizer. Und dann, wenn dann mal ein paar Mal verloren wird und es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, dann wird er richtig schön garstig. Genau. Und dann spielt er auch noch bei seinem Ex-Verein. So, Hertha BSC. Genau. Und das Spiel, und jetzt, um jetzt mal einfach ein bisschen die Luft rauszulassen, geht 0-0 aus. Wahrscheinlich wird es so sein. Ja, du, da schließe ich mich einfach mal an. Ich wäre auf die Idee gar nicht gekommen. Ich hätte intuitiv gesagt, Hertha gewinnt 1-0, aber ich schließe mich einfach deinem Tipp an, weil du bist ein Fußballexperte. Siehste? Wir kommen zum Sonntag. Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Jens, das ist eine interessante Partie. Bayer Leverkusen kann es ja noch in die Champions League schaffen. Werder Bremen auch, ne? Jetzt rein statistisch. Florian Kohfeldt hat vor der Saison gesagt, und das ist, muss man natürlich auch ihm auch mal hoch anrechnen, wir wollen nach Europa. Aber was meint er mit Europa? Er meint möglicherweise auch die Champions League. Ja. Jetzt haben die, ich gucke hier mal auf meinen Zettel, 36 Punkte. Das ist Statistik natürlich, also schriftlich, wenn wir jetzt, Borussia Mönchengladbach hat da 10 Punkte mehr, das ist schon natürlich schon Pfund, um da noch in die Champions League zu kommen. Das ist ein Pfund. Ja, würde ich sagen. Aber ein Anfang muss gemacht werden. Insofern gehe ich mal davon einem Auswärtssieg aus. 2 Tore Max Kruse, 0-2, also Sieg für Werder Bremen. Ja. Naja, und Eintracht Frankfurt hat ja gezeigt, dass man auch in der Europa League Spaß haben kann. Allerdings wird sich Werder Bremen an diesem Spieltag von der Europa League weiter entfernen. Bayer Leverkusen gewinnt dieses Spiel mit 4-2 und verpasst den Bremer internationalen Ambitionen einen schweren Dämpfer. Ja. Und damit kommen wir zum Spiel. Ich habe eben schon gesagt, möglicherweise müssen wir uns von 2 Traditionsmannschaften der Bundesliga verabschieden. Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Nürnberg. Eintracht Frankfurt, die Mannschaft der Stunde für mich. Großartigen Fußball, den die spielen. Tolle Fans, irgendwie immer interessanter im Stadion. Auch so eine ungewöhnliche Transferpolitik. Haben sie gut hingekriegt, muss ich zugeben. Nürnberg, ein guter Ansatz, aber es funktionierte in der ersten Liga leider nicht. So sympathisch ich es ja finde, aber es funktioniert nicht. Darf ich eine Frage stellen? Worin besteht der gute Ansatz? Naja, also dass man sagt, wir investieren nur so viel Geld, wie wir auch haben und wir übernehmen uns nicht und wir machen das Geschäft mit den Träumen nicht mit und so weiter und so fort. Mhm. Gut, dafür geht man jetzt wieder in die zweite Liga, aber ich glaube, Nürnberg ist jetzt aus der Luft gegriffen, aber ist ja auch, glaube ich, der häufigste Absteiger aus der Bundesliga, ist das richtig? Na gut. Aber auch Aufsteiger. Aber auch ich bin da ziemlich sauer, gut, weil diesen Titel hatte mal mein Herzensverein Arminia Bielefeld inne. Und da haben uns die Nürnberger, das muss ich schon sagen, eiskalt abgekocht. Ja. So, sie kriegen in Frankfurt, obwohl die europäische Belastung hatten, wieder richtig auf einfach mal so richtig 5-0 einen auf den Senkel. Das tut mir leid. So, okay. Habe ich schon getippt? Ich glaube, also sag mal 2-0, vielleicht 3-0 für Eintracht Frankfurt. Ne? So ein Pi mal Daumen-Tipp. So, jetzt kommen wir. Wir machen einen kleinen Ausflug in die Kreisliga A, in den Kreis Mittelrhein und gehen zum Spiel SV Roland Millig gegen Sparta Gerderath. Das sagt mir nichts.
Das ist ein Kreisligaspiel zwischen dem vierten und dem achten. Also es geht um so ziemlich gar nichts. Aber wir haben es mal rausgefischt, weil Sparta Gerderath ist der Heimatverein von, verrückt, habe ich einfach ausgewählt, Louis Holtby, einem HSV-Spieler. Das ist wirklich verrückt. Und da wollte ich jetzt einfach mal wissen, was da passiert. Roland Willig ist der Heimatverein von, Fragezeichen? Das weiß ich nicht, aber es ist, habe ich gehört, ja, das härteste Derby in dieser Kreisliga A. Und insofern, da sollen wir mal vorbeischauen. Und wir sind ja große Verfechter des Amateurfußballs. Ich schaue mir das am Wochenende auf jeden Fall mal vor Ort an, was okay, da abgeht. Und tippe das Spiel vorab mal. Und weil ich Sympathien für Louis Holtby habe, sage ich 0-2 Auswärtssieg für Sparta Gerderath. In Kreisligaspielen fallen ja meistens erheblich mehr Tore. Und ich fürchte, dass der sympathische Verein, der Heimatverein des sympathischen HSV-Spielers ist, mit noch HSV-Spieler 4-6 verlieren wird. Also 6-4 für Roland Millig. Oh, da kann ich mich auf ein tolles Spiel freuen am Sonntag. Ja, ja, schön. Und jetzt geht es wieder um die deutsche Meisterschaft. Bayern München gegen Mainz 05. Herr Jürgens. So, und jetzt fresse ich meine Worte vom Anfang und sage 1-1. Und der Bayern haben eine richtig fette Krise. Niko Kovac wird in Frage gestellt. Und ja, dann schauen wir mal. Ich sage sogar 1-2. Warum? Weil ich es kann. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Kommen wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach raus, oder? Wir gehen einfach raus. Ja.